Ich bin der Matthias und werde heute ein bisschen erzählen über das Thema Smart Home. Ich gehe weg die Frage, Deutsch ist okay, irgendwer, der nur Englisch versteht, anyone who only speaks English, da bleibe ich bei Deutsch. Ich bin meinerseits, habe in Graz Telematik studiert vor einigen Jahren, also in dem Sinn her softwareseitig, hardwareseitig habe ich relativ viel Erfahrung. Vor 3 Jahren circa haben wir dann ein großes Projekt angegangen, der Hausbau. Und zwar als Telematiker mit Erfahrung in Softwareentwicklung, mit Elektronik ein bisschen. Da fragen dann viele, ja, du wirst sicher ein Smart Home bauen. Und natürlich denkt man sich, ja, toll wäre das schon. Und in dem Vortrag möchte ich ein bisschen erzählen, wie es bei uns war, wie geht man es an, wie plant man ein Smart Home und vor allem auch, wenn man ein Smart Home bauen möchte, kann man vieles selber machen. Und da in dem Vortrag möchte ich auch erklären, wenn man etwas selber macht, ja, wie geht man das an, wo muss man aufpassen, was kann man leicht selber machen, wo sollte man vielleicht mit anderen Leuten vorher noch reden darüber. Und ja, als allererstes Mal frage ich eine Frage auch ans Publikum. Was glaubt ihr, was kann so ein Smart Home alles machen? Wozu kann man ein Smart Home alles einsetzen? Habt ihr da Ideen? Licht ein- und ausschalten. Einfachster Punkt, Licht ein- und ausschalten, ja. Aber ein Smart Home kann auch mehr. Ja. Durch andere Ideen. Ich will jetzt nicht das Aufgabe vom Haus sehen. Kann man durchaus machen. Der Kühlschrank, der etwas bestellt, gibt es ja, glaube ich, sogar schon. Ja, dann wurden auch Fotos heimschicken, ausdrucken lassen. Alles daheim. Bitte? Bitte? Jalousien wenn man sie ins Internet stellt, kann man das machen, ja? Genau. Also grundsätzlich mal, ein Smart Home, so wie es die meisten verstehen, ist einfach ein gesamtes System, wo ich das gesamte Haus sozusagen, alles, was ich steuern kann, was ich bedienen kann, sozusagen unter einem Dach oder System zusammenfasse. Kann nämlich jetzt sein, zum Beispiel, wie gesagt, Beleuchtung vom Haus, ich kann einfach mit der Tasten Licht ein- und ausschalten. Dafür brauche ich im Normalfall kein Smart Home, das kann jedes andere Haus auch. Aber ich kann noch viel mehr machen. Ich kann jetzt einfach Sensoren mit einbinden. Ich kann sagen, ich habe einen Wettersensor, der weiß, es regnet gerade, es ist eine Wolke vor meinem Fenster, es wird dunkel, ich schalte die automatisch ein. Ich kann reagieren auf, ist jemand im Raum oder nicht. Kann damit meine Heizung steuern. Ich kann sagen, okay, wenn ich zu Hause bin, am Abend soll es warm sein. Wenn ich unterwegs bin und tags, kann es auch etwas kühler sein und ich kann Energie sparen damit. Selbiges gilt für Beschattungssysteme. Ich kann jemand anderen erlauben, meine Jalousien zu fahren. Idealerweise fahre ich die selbst auf und runter. Oder ich sage meinem Haus, ja, wenn die Sonne kommt, mach bitte zu, dann ist es am Abend schön kühl im Sommer. Kann auch, keine Ahnung was, statistisch Daten aufzeichnen. Wie viel Sonnenstrahlung hatte ich oder wie warm ist es in meinem Raum gewesen, wann hat das letzte Mal geregnet. Also ich kann einfach alle Sensoren und Aktoren im Haus in einem gemeinsamen System zusammenfassen und damit dann tolle Applikationen bauen. Bei uns war es so, am Anfang hat die Idee, passt, wir bauen uns ein Smart Home. Man bestellt sich einige Komponenten mal. Einfach erste Anwendung, ich mache ein Lichtschalter. Ich drücke eine Taste, Licht geht an. Ganz einfach. Ich brauche dazu auch schon in relativ einfachen Fall relativ viele Geräte. Und da denkt man, gut, wenn schon ein einziger Lichtschalter so kompliziert ist, wie schaut ein ganzes Haus dann aus? Was wir dann gemacht haben im Hausbau, mal dieses ganze Riesenprojekt, ich habe ein Haus mit vielen, vielen Lichtern, vielen Fenstern und vielen, vielen Sensoren und breche dieses Riesenprojekt herunter auf einzelne Ebenen, die ich einfach dann der Reihe nach im Rahmen des Baus einfach der Reihe nach durchgehen kann, möglichst auf eine einzige Ebene fokussieren muss, sprich, wenn ich Kabel ziehen gehe, möchte ich nicht mir überlegen müssen, mit welchem Schalter ich dann später welches Licht schalten möchte, das ist eine andere Phase. In der Kabelverlegungsphase möchte ich genau wissen, ich möchte mein Kabel von A nach B einziehen und alles andere soll mir egal sein. Was auch ganz wichtig ist, man kann sich am Anfang überlegen, ich möchte das, das und das alles machen. Ich kann euch garantieren, während man dann das Haus baut oder während man halt sich noch andere Gedanken macht, kommen andere Ideen und möchte später noch vielleicht sagen, nein, ich hätte doch lieber eine andere Funktion drinnen oder etwas anderes gehabt.
Das da ist ganz wichtig, auch schon in der Planungsphase zu sagen, ich lege halt ein Leerrohr mit dazu, damit ich ein Kabel einziehen kann später. Ich habe extra Platz in meinem Verteilerkasten, wo ich später noch andere Geräte einbauen kann. Sollte ich später andere Ideen haben oder sollten in 10 Jahren neue Geräte kommen, die dann doch für uns interessant werden, heute gar nicht denkbar sind zum Beispiel. Auch ganz wichtig ist, diese während der Ausführungsphase wird sich nicht nur bei den Geräten was ändern, auch in anderen Bereichen. Das ist ganz wichtig, bei der Planungsphase zu sagen, die Änderung muss im Plan praktisch drinstecken. Wie haben wir uns das überlegt? Bei der Ausführungsphase, wir teilen uns unsere wie man es angeht sozusagen, in 7 große Blöcke auf. Das ist so als Pyramide dargestellt. Pyramide hat praktisch ein großes, breites Fundament und darauf aufbauen kann ich dann weitere Ebenen einziehen. Und man kennt ja auch schon ganz gut irgendwie so einen Schritt, wie man ein Haus bauen könnte zum Beispiel. Als ersten Punkt wird man anfangen mit Kabelverlegung. Ich ziehe Kabel zu meinen Steckdosen, ich ziehe Kabel zu meinen Lichtern hin und habe damit einmal die grundlegende Situation gegeben. Die ist jetzt nicht so verschieden zu einem Standardhaus. Es gibt ein paar Unterschiede, wie man ein Haus verkabelt, wenn man ein Smart Home haben möchte. Darauf komme ich später noch zurück. Ja, Ebene 2, Physical Devices. Physical Devices in einem Smart Home sind normalerweise Aktoren, zum Beispiel ein Aktor oder auch ein Relais, ist etwas, was etwas ausführen kann. Das kann jetzt sein, ich kann ein Licht ein- und ausschalten, ich kann jetzt ein Raster rauf und runter fahren. Um das machen zu können, brauche ich eben wirklich Hardware-Geräte, die eben im einfachsten Fall ein Relais haben, was einfach einen Schalter ein- und ausschaltet. In der Phase 3, da geht es dann Richtung, jetzt habe ich meine Geräte verbaut. Da es relativ teuer sein wird, sagen wir jetzt für jedes Gerät ein einziges Relais zu haben, habe ich jetzt ein Gerät, das hat halt 8 Relais verbaut, 16 Relais verbaut und jedes Relais zum Beispiel wäre ein Kanal. In Phase 3 überlege ich mir dann, jetzt habe ich meine Geräte im Schaltschrank, auf welchen Kanal von dem Gerät stecke ich welchen Verbraucher an sozusagen. Ebene 4, die logische Funktionsadressen. Jetzt habe ich meine Geräte verbaut, ich habe meine Kabel an die Geräte angesteckt. Irgendwann möchte ich mal sagen, okay, jetzt ist mir egal, ob jetzt das Licht, was in der Küche ist, auf Gerät sowieso auf dem 3. Kanal steckt, das ist am Anfang beim Verkabeln interessant. Später möchte ich sagen, bitte Licht in der Küche ein- und ausschalten. Sprich, irgendwann möchte ich im Haus sagen, es gibt eine logische Ebene, wo steht, das Küchenlicht hat die Adresse und mit der Adresse kann ich das Licht ein- und ausschalten. Mir egal, wo es dran steckt. Phase 6, das HUD-User-Interface, habe ich es mal getauft. Im Großen und Ganzen möchte ich damit sagen, Lichtschalter zum Beispiel. Ich habe einfach an der Wand, wo auch immer, Lichtschalter montiert. Möchte die dann programmieren können. Wenn ich jetzt diesen 2. Taster drücke, hätte ich gerne das Küchenlicht eingeschalten. Das in der Phase sozusagen programmiere ich dann meine Lichtschalter mit diesen Funktionsadressen. Mir ist dann wiederum egal, ob jetzt das Licht auf dem 2. Aktor am 3. Kanal hängt. Ich möchte sagen, mit dem Schalter bitte Küchenlicht einschalten. Ganz einfach. Wenn das ganze Haussystem mal funktioniert, dann... Also es sollte prinzipiell unsere Herangehensweise mal so funktionieren, ich sollte möglichst wenig Software brauchen, um das Haus mal grundlegend zu bedienen. Sprich, wenn ich einen Lichtschalter ein- und ausschalte, brauche ich keinen Server, der mir sagt, was heißt das jetzt, sondern einfach Lichtschalter einschalten heißt, Licht geht ein. In der Phase 6, Software User Interface, da kommen wir schon Richtung Server und auch Richtung Linux und Zugriff auf das Haussystem mit Software. Da überlege ich mir dann, okay, wie kann ich jetzt mein Haus nicht mit Lichtschalt bedienen, sondern auch zum Beispiel Thema das Handy und habe eine App drauf, wo ich sagen kann, mit dem Handy von zu Hause oder auch von der Ferne möchte ich jetzt mein Licht ein- und ausschalten oder eben ich biete die Option, dass jemand anderen, wenn er Raster rauf und runter fahren lassen kann, könnte ich so auch lösen dann, wenn ich es haben möchte. Und ganz oben, wenn mal alles funktioniert, ich kann das Haus bedienen mit Handy, mit Computer, mit Tasten, dann würde ich mir sagen, überlege ich mir langsam, okay, jetzt weiß ich, wie ich drin leben kann. Ich weiß, was ich oft händisch bedienen möchte. Ich weiß vor allem auch Tätigkeiten, die ich jeden Tag machen muss und sage, das könnte eigentlich auch ein Server für mich erledigen. Das heißt, diese Phase 6, 7, die automatischen Funktionen, die kommen dann mit der Zeit. Man weiß, okay, das soll automatisch funktionieren und dann programmiere ich sozusagen Systeme, die mir genau diese Aufgaben automatisch lösen.
Ganz wichtig, diese 7 Phasen sind alle sehr schön, die kann man der Reihe nach abarbeiten. Davor sollte man sich ungefähr überlegen, ja, was will ich eigentlich machen? Welche Hardware hätte ich gerne im Haus verbaut? Was sind ungefähr meine Anforderungen? Möchte ich nur Licht ein- und ausschalten? Möchte ich damit eine ganze Heizungssteuerung machen? Möchte ich andere Geräte ins Haus integrieren? Soll ich, keine Ahnung was, soll der Kühlschrank bestellen, wenn der leer ist oder so? Ich sollte ganz am Anfang schon überlegen, was sind meine Anforderungen? Und das dann wird dann ziemlich diese Ausführungsphase auch beeinflussen, wo brauche ich Kabel, wo brauche ich an die Gerätschaften, um diese Aufgabe eben zu lösen. Davon hängt es eben ab dann die Hardware, welche Technologie setze ich ein oder auch wie verbaue ich mein System, habe ich eine Kabellösung, eine Funklösung, wie auch immer. Sollte man auch am Anfang schon Gedanken machen, wie ich das Haus dann steuern möchte, vor allem softwareseitig. Möchte ich sagen, ich habe nur halt mein Handy und kann am Handy herumspielen, was mit WLAN im Haus hängt? Oder möchte ich irgendwo auf der Wand einen großen Bildschirm haben mit Touchscreen, wo ich dann drauf tippseln kann? Sollte ich am Anfang schon überlegen, dass ich weiß, okay, will ich das haben, weil da muss ich ein Kabel vorrichten. Die allererste Frage im Smart Home wird einmal sein, ja, was für eine Hardware nehme ich jetzt? Prinzipiell gibt es ja, es werden auch immer mehr, viele, viele Systeme, mit denen ich mein Haus dann smart machen kann. Welches System man jetzt wählt, ist am Anfang vielleicht nicht so einfach. Ich habe versucht, in dieser und der folgenden Folie dann kurz einmal zusammenzufassen, was unsere Überlegungen waren, warum wir da eine gewisse Hardware gewählt haben. Ich muss dazu sagen, wir haben damals einen Neubau gebaut. In einem Neubau hat man ganz andere Voraussetzungen, als wenn ich jetzt eine Wohnung kaufe mit einer existierenden Installation, möchte die jetzt auf ein Smart Home umrüsten. Das heißt, im Neubau werde ich anders bauen als in einer bestehenden Wohnung, wo die Kabel schon an der Wand sind oder wo ich halt nur gewisse Sachen aufstemmen möchte, nicht das ganze Haus komplett neu bauen möchte oder neu verkabeln möchte. Was auch wichtig ist bei der Wahl vom System, jetzt habe ich 2017 heute, ich baue mir ein schönes neues Haus. Das Haus soll ja für gewöhnlich auch 10, 20, 30 bis zu 50 Jahre lang dort stehen. Und idealerweise sollte ich auch, wenn jetzt in 20 Jahren mein Lichtschalter oder mein Aktor, der Licht ein- und ausschaltet, kaputt wird, soll jetzt schon überlegen, ja, was für ein System wähle ich, weil es kann ja sein, dass die Firma, die heute jetzt tolle Geräte verkauft, in 10 Jahren ein anderes System hat oder die Firma geht Konkurs. Das heißt, sollte man auch schon überlegen, ja, was mache ich in 10 Jahren, wenn jetzt diese Firma nicht mehr existiert oder das Produkt eben nicht mehr existiert, kann ich diesen einen Schalter austauschen oder muss ich das ganze Haus neu verkabeln, neu umrüsten? Das heißt, sollte auch bei der Wahl vom Produkt darauf achten, wie kann man die Geräte, wenn sie nicht mehr verfügbar sind, durch andere ersetzen. Auch ein wichtiger Punkt, ich habe es hier mit Maintenance hingeschrieben, jetzt baue ich ein tolles Haus, es kann passieren, dass ich eben das Haus verkaufen möchte, es passiert irgendetwas, das Haus steht dort, es kennt sich kein Mensch mehr aus. Wie leicht ist es dann, dass jemand anders, der das Haus übernimmt, später mal sagen kann, okay, ich kann das Haus weiterhin benutzen oder ich kann es auch, wenn es kaputt ist, reparieren oder auch erweitern. Also ein bisschen auch Rücksicht darauf nehmen, auf nicht nur sich selber, ich kenne mich ja meistens selbst sehr gut aus im Haus, aber es sollte auch andere Leute auch zurechtkommen damit. Und vor allem auch dann, wenn ich Gäste habe im Haus, sollte ich auch Lichtschalter bedienen können. Es ist gar nicht so einfach, wie man glauben möchte, super tolle Lichtschalter, neue Leute, die es nicht kennen, tun sich oft relativ schwer damit. Auch ein ganz wichtiger Punkt natürlich am Anfang, die Kosten von seinem Haus. Ein Smart Home wird teurer sein als eine Standardinstallation mit Lichtschalter und Kabel vom Schalter zur Lampe. Das heißt, diese Kosten können durchaus sehr hoch sein. Es sind jetzt nicht nur die Gerätekosten, ein Aktor kostet sehr viel Geld, aber ich muss ihn auch verkabeln, ich muss einfach anders das Haus aufbauen, als wenn ich es herkömmlich verkabeln würde. Oder auch, es gibt Arbeiten, die ich sage, ich kann sie nicht selber machen, ich habe auch keine Zeit, sie selbst zu machen, muss diese Arbeiten praktisch vergeben an andere Personen, andere Firmen. Das heißt, es gibt viele Faktoren, die meine Kosten bestimmen können. Ganz kurz am Anfang, in unserem Haus haben wir uns dann für eine KNX-Lösung entschieden. KNX ist, ich will nicht sagen der Standard, aber einer der großen Standards im Smart Home-Bereich, gibt es auch schon seit 20 Jahren am Markt. Und ist im Großen und Ganzen eine sehr einfache, aufgebaute Idee. KNX ist eine Buslösung. Es gibt sozusagen, sitzt hier ganz kurz, ein grünes Kabel.
Das ist sozusagen die Boost-Leitung. Die verbindet alle Geräte, die sozusagen smart sind, miteinander. Und über diese Leitung können diese Geräte miteinander kommunizieren. Ein großer Vorteil vom KNX-System ist das, es ist ein dezentrales System. Sprich, es gibt ein Gerät, das kann mit einem anderen Gerät kommunizieren. Und den Geräten ist egal, ob ein drittes Gerät angeschlossen ist, ob das dritte Gerät kaputt ist. Das heißt, wenn ich zwei Geräte habe, die funktionsfähig sind, können die immer miteinander reden. Egal, ob andere Geräte ausfallen, ob ein Server ausfällt. Das heißt, mit so einem System bin ich relativ ausfallsicher. Vergessen vorhin zu erwähnen, KNX ist ein Standard. Es gibt hier hunderte Hersteller, die mir Geräte herstellen, die alle auch miteinander kommunizieren können. Sprich, ein Gerät, ein Schalter von Hersteller A kann mit einem Aktor von Hersteller B problemlos miteinander kommunizieren. Und das ist ja wahrscheinlich auch in 10, 20 Jahren noch. Ein weiterer Vorteil, ein KNX-Bus-System ist sehr leicht zu installieren. Ich sage, um Geräte zu verbinden, ich nehme ein grünes Kabel, das hat zwar vier Adern drinnen, ich brauche genau zwei Adern davon, ein rotes und einen schwarzen Draht. Die stecke ich bei den Geräten an, mache das bei allen Geräten, brauche mir kaum Gedanken machen, wie ich die Geräte zusammenhänge, solange ich keine Schleifen baue, ist alles erlaubt. Kann diese Kabel auch zum Beispiel parallel zu Stromleitungen verlegen, das heißt, die Kabel sind ausgelegt, können auch, wenn neben eine Stromleitung verläuft und die irgendwelche Spannungsspitzen hat, macht die Geräte nicht kaputt. Weiters habe ich hier bei KNX-Lösungen alle möglichen Aktoren. Ich kann Jalousien bedienen, Lichtschalter, habe eine sehr große Bandbreite an Produkten, die verfügbar sind. Dann kommen wir mal ganz kurz, wie gehe ich so ein Smart Home an? Das habe ich geplant, ich habe überlegt, ich hätte gerne von mir aus ein, wie in meinem Fall, KNX-System oder auch ein anderes System. Phase 1 wird bei allen Systemen sehr, sehr ähnlich sein. Ich habe ein Haus gebaut, das hat Wände, da ist noch nichts drinnen. Am Anfang werde ich Kabel verlegen müssen. Jetzt ist nicht ganz wichtig, am Anfang zu sagen, jetzt habe ich, was für ein System habe ich im Einsatz? Muss ich jetzt irgendwie darauf achten, dass alle Geräte in einer Kette sind? Habe ich einen zentralen Punkt, wo ich alle anderen Geräte praktisch sternförmig mit einem Kabel von einem zentralen Punkt anfahren möchte? Oder kann ich sagen, wie im Fall von KNX, ich habe eine Baumtopologie, kann ich sagen, okay, solange ich keine Schleifen baue, kann ich alle Geräte, wie ich möchte, miteinander verkabeln und somit mir auch Kabelkosten oder Pflegekosten sparen, da ich nicht irgendwelche langen Wege von Verkettungen berücksichtigen muss. Ob es sagen gibt, wenn ich Kabel komplett vermeiden möchte, gibt es auch kabellose Technologien. Ist vor allem interessant, wenn ich jetzt ein Haus nachrüste, ich habe ein bestehendes Haus, möchte halt meine Schalter smart machen, dann tue ich mir oft schwer, mit neuen Kabeln einzuziehen. Da gibt es auch andere Hersteller, oder auch KNX hat es auch dabei, glaube ich, dass ich einfach mit Funktechnologien praktisch Schalter zu Aktor miteinander kommunizieren können. Eins mal aufpassen sollte mit Wireless. Bei uns im Haus ist so, wir haben eine schöne, tolle Stahlbetondecke mit Fußbodenheizung, mit einer Alufolie eingebaut. Es ist eine wunderschöne Abschirmung. Das heißt, wir schaffen es im eigenen Haus nicht einmal mit WLAN vom erdgeschossenen Keller zu kommen, obwohl die eigentlich miteinander stehen, die Geräte. Also, ich kenne selber jetzt nicht diese kabellosen Geräte für Smart Home Bau. Man sollte im Kopf behalten, gewisse Häuser haben gewisse Abschirmungen, gerade über Stockwerke hinweg. Aber ich glaube, die kommen auch trotzdem ganz gut zurecht mittlerweile damit. Dann komme ich ganz, ganz kurz zum Thema 230 Volt Verkabelung. Das ist auch, dass es im normalen Haus findbar ist. Ich habe eine Steckdose oder auch ein Licht. Wie verkabele ich das? Da sollte man schon im Kopf behalten, ich habe ein Smart Home, ich möchte nicht nur eine Steckdose haben, wo ich einen Stecker anstecken kann und habe einen Strom dort, das hätte ich natürlich auch gerne, aber eben nicht nur. Im Smart Home habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich kann eine beliebige Steckdose beim Haus schaltbar machen. Sprich, ich kann vom Handy aus sagen, jetzt einschalten, jetzt ausschalten oder auch von mir aus im Fernsehbereich, ich habe Standby-Kosten und sage, okay, jetzt ist Abend, ich gehe schlafen, bitte alle Geräte ausschalten, die eben an dieser Steckdose hängen, um Standby-Kosten zu sparen. Lässt sich im Smart Home sehr einfach lösen. Da ich am Anfang eher nicht weiß, bei welcher Steckdose ich welche Geräte anstecken werde in Zukunft, haben wir das so gemacht, wir haben einfach statt diesen drei Standardkabel, die man einziehen muss pro Steckdose, einfach ein oder zwei weitere Adern verlegt. Diese Adern werden einfach durchgezogen durch die Steckdosen. Und wenn man später draufkommt, ich hätte gerne dort eine schaltbare Steckdose, kann man diesen einen Draht umklemmen, im Keller auf den Aktor drauflegen, hat eine schaltbare Steckdose.
Was auch ganz wichtig ist, zum Beispiel der Punkt hier, Außensteckdosen im Haus bietet sich auch an, die schaltbar zu machen. Dann kann ich sagen, erstens kann mir draußen keiner, während ich weg bin, irgendwas anstecken. Es kann keiner meinen Strom klauen. Oder viel schlimmer, man kann durch eine Steckdose sehr leicht einen Kurzschluss verursachen oder den FI-Schalter zum Fall bringen. Also ich kann mein Haus, wenn ich draußen stecke, abschalte, auch weniger anfällig für Angriff von außen machen. Ganz kurz auch zu Lichtern, komme ich später auf die nächste Folie nochmal. Ich habe hier mal ganz kurz eine Skizze aufgezeichnet, wie man so ein Haus wirklich verkabeln kann, wenn man ein Smart Home baut. Einfach eine eingeschossige Wohnung oder Haus. Habe hier in Gelb einfach mehrere Lichtauslässe an der Decke. Habe hier in Blau einfach mehrere Steckdosen über Räume verteilt. Und in Lila sozusagen Lichtschalter verplant. Wie gehe ich jetzt an, wenn ich ein Smart Home baue, die zu verkabeln? Einfachster Fall ist Steckdosen. Für jeden Stromkreis sozusagen komme ich aus den roten Boxen sozusagen die Verteilerkasten oder einen Stockwerksverteiler in den Keller runter. Von dort komme ich mit einem Kabel herauf und gehe praktisch von Steckdose zu Steckdose, idealerweise mit mehreren Kabeln. Ein Foto von unserem Haus, so 3-4 Adern pro Steckdose durchgezogen. Die lege ich sozusagen in einem, ja, nicht gerade Kreis, aber in einer, so einer Linie auf und kann damit später noch Steckdosen umkonfigurieren und ja. Für Lichter und auch Raftor gilt das Gleiche. Jetzt habe ich in einem Haus meistens sehr große Räume, diese offene Wohnbau, ich habe eine Küche, ich habe ein Wohnzimmer und Esszimmer, ein riesengroßer Raum, habe ich meistens mehr als eine Lampe an der Decke montiert. In der Phase 1 weiß ich noch nicht, will ich jetzt, keine Ahnung was, in der Küche beide Lichter gleichzeitig schalten, möchte sie getrennt schalten. Das sind Sachen, die ich am Anfang vielleicht noch gar nicht weiß, wie ich es haben möchte. Da gibt es eine relativ einfache Möglichkeit zur Verkabelung. Ich gehe von jedem Licht pro Stockwerk idealerweise zu einem zentralen Punkt. Dort kommen alle Kabel zusammen und ich kann in diesem einzelnen Punkt, in dem Fall kann es ja eine einfache Verteilerdose sein, praktisch alle Kabel dann später so zusammenstecken, wie ich es wirklich brauche. Und der weitere Vorteil ist, wenn ich sie alle pro Stockwerk zusammensammle, dieses graue Kabel ist ein dickes Kabel, hat in dem Fall glaube ich 10 oder 15 Einzeladern drin und gebe in einem großen gemeinsamen Kabel in den Keller runter, wo dort meine Aktoren sitzen. Das heißt, ich spare auch Kabel, wenn ich einfach so eine Sternverkabelung pro Stockwerk für Lichter und Raftor mache. Verlegung von einer Busleitung, dieses grüne Kabel hier zum Beispiel, ist ganz einfach. Ich brauche bei KNX auf keine Topologie achten, außer dass es keine Schleifen gibt. Sprich, ich habe mehrere Schalter und fahre praktisch, komme aus dem Keller mit einem Kabel hoch, gehe in einen Schalter rein, gehe zum nächsten weiter und hänge alle auf eine schöne Kette auf und bin damit eigentlich fertig. Das kann dann, wenn man fertig ist, auch durchaus relativ komplex ausschauen. Aber wenn man der Reihe nach vorgeht, ich baue meine Steckdosen, ich baue meine Lichtverkabelung, ich baue meine Busverkabelung, einfach der Reihe nach alles aufbauen, schön beschriften, dann ist auch so ein Riesenkomplex von Kabeln auch für einen, sagen wir mal, Neuling im Hausbau kein Riesenproblem. Ja, dann kommen wir zur Schicht 2, die physikalischen Geräte. Das sind jetzt eben so Aktoren, die einfach Sachen ausführen können, Licht ein- und ausschalten oder andere Tätigkeiten. Zuerst einmal ganz wichtig, vielleicht auch am Anfang, da hier sieht man diese grauen Kabel wieder, die ich vorher auf der anderen Folie gezeigt habe. Es kommt ein Kabel mit vielen, vielen Adern herunter. Das sind meine Jalousien, das sind meine Lichter, die kommen in den Verteilerkasten einem zentralen Punkt herein. Von dort weg kann ich dann umstecken, wie ich brauche, umkonfigurieren und auch vor allem auf meine Aktoren belegen. Das könnte ein Aktor sein, einfach Relais, die einfach einen Verbrauch ein- und ausschalten können. Braucht noch ein paar andere Komponenten. Vielleicht noch was ganz Wichtiges bei Relais. Man hat heutzutage LED-Lampen verbaut vor allem, brauchen wenig Strom, 5 Watt, 10 Watt. Denkt man sich, ja passt, da geht ja kaum Strom drüber. Kann man billige Relais verbauen? Stimmt nicht ganz. LEDs sind so einer der bösesten Verbraucher, die es gibt, weil LEDs beim Einschalten extrem viel Strom ziehen. Das heißt, darauf muss man schon achten, dass die ganzen Relais, die man verbaut, auch darauf ausgelegt sind, LEDs zu schalten. In der dritten Schritt sozusagen geht man dazu über zu sagen, okay, jetzt habe ich meine Geräte verbaut. Jetzt kann ich überlegen, okay, jetzt hätte ich gerne meine Kabel an gewissen Kanälen auf meinen Aktoren draufgeschalten. Jetzt weiß ich, okay, von mir aus Kanal
Kanal B zum Beispiel da hier wäre jetzt der Fall ist ein Raffstor oder ein Jalousieaktor. Kanal B ist zum Beispiel in meinem Schlafzimmer die linke Jalousie. Das heißt, in diesem Fall sage ich, okay, jetzt ist mir egal, wo das Kabel hingeht. Ich weiß, Jalousie im Keller ist zum Beispiel Kanal B. Ganz kurz, es gibt auch von KNX und Anhersteller gibt es eigene Geräte für verschiedene Kanäle. Es gibt eigene Geräte für Jalousien. Die haben meistens zwei Kabel, einer für rauf, einer für runter. Licht braucht meist nur ein einziges Relais für Licht ein, Licht aus. Es gibt aber viele, viele Geräte, die alles Mögliche können. Im Schritt 4, da möchte ich jetzt eigentlich diese Ebene von Hardware und Kabel und was sonst alles gibt, eigentlich verlassen. Hier möchte ich wirklich logisch Adressen, wie gesagt am Anfang, ich hätte gerne ein Küchenlicht, soll ein- und ausgehen, möchte mir Adresse vergeben. Mit der Adresse zum Beispiel kann die so ausschauen, 1120, so eine hierarchische Struktur. 1 kann heißen, ein Licht im ersten Stock, das, im zweiten Raum das Hauptlicht, sei mein Küchenlicht zum Beispiel. Mit der Adresse möchte ich sagen, wenn ich auf diese Adresse sage, bitte die Adresse einschalten, soll das Licht eingehen. Das heißt, in der Phase baue ich sozusagen diese logische Struktur zusammen. Im Fall von KNX ist diese Adresse praktisch auch das Kommunikationsmittel. Ein Gerät, ein Lichtschalter, ich drücke einen Knopf, der schickt eine Adresse auf den Bus, 1120 bitte einschalten, irgendein Aktor hört darauf, aha, das bin ich mache den, das Relais an. Das ist so die Kommunikation auf dem Bus. Vielleicht ganz kurz zum Programmieren im Falle von KNX. Jetzt habe ich Geräte verbaut, die wollen nicht auch wissen, was sie tun müssen. Dazu brauche ich eine eigene Software, die sie programmieren kann. Es gibt die professionelle Version, die alles kann, kostet 1000 Euro. Ist vielleicht für den Häuselbauer am Anfang 1000 Euro, das kann ich mir ja nicht leisten, eher ein abschreckendes Thema. Man schafft es allerdings auch mit gewissen Einschränkungen, diesen Preis sehr stark unten zu treiben. Es gibt eine Demo-Version, mit die maximal 3 Geräte pro Projekt verwalten kann, die ist gratis. Es gibt auch eine Light-Version, die kostet 200 Euro oder auch mit einem Online-Kurs, den man machen kann. Kriegt man einen Gutschein und kriegt sie für ca. 100 Euro, kriegt man eine Software, die bis zu 20 Geräte programmieren kann. Bis zu 20 Geräte ist für einen normalen Hausbau schon zu wenig, weil wir im Haus, glaube ich, über 40 verbaut. Was aber sehr leicht geht, KNX ist dezentral, sprich ich kann theoretisch für jedes Projekt ein Gerät programmieren, die alle Reihen nach programmieren und habe ein System, was gemeinsam funktionieren kann. Ich kann mein Haus auf mehrere Projekte verteilen. Sie kommen normalerweise mit 2, 3 Projekten aus. Muss halt im Kopf berücksichtigen, dass ich halt dann gewisse Sachen halt händisch machen muss. Aber für eine Ersparnis von 900 Euro, sage ich mal, ist das ein geringer Preis, den man zahlen muss. In der nächsten Schicht kommen wir dann zu den Lichtschaltern. Hier nur ganz kurz, was man in einem Smart Home mit einem einfachen Lichtschalter alles machen kann. In dem Standardhaus habe ich einen Schalter, den schalte ich ein oder aus und das war's dann. Im Smart Home habe ich mehr Taster, das sind einfach, damit kann ich mehr Möglichkeiten haben. Ich kann einen Taster natürlich draufdrücken, dann macht es ein oder aus. Ich kann jetzt sagen, ich möchte lang darauf drücken. Wenn ich mehr als 2 Sekunden drücke, sollen halt alle Lichter ausgehen oder eingehen. Sprich, ich kann einfach einen Taster mehrfach benutzen, eben kurzer Druck, langer Druck oder wie auch immer. Ein weiterer Vorteil von smarten Tastern ist das, sie haben auch diese Feedback-Funktion. Man sieht hier schon, wir haben hier mehrere Taster. Einer hat ein relativ helles Licht. Dieses Licht, wenn ich default drauf drücke, wird auch rot, dann weiß ich, okay, wenn ich diesen Lichtschalt drücke, dann sehe ich automatisch, welches Licht ist eingeschalten, weil ich ein Feedback habe durch ein Statuslicht. Weiterer Vorteil ist, viele Taster haben bereits integriert einfach eine Möglichkeit, diese Taster zu beschriften. Ich kann Symbole darauf kleben oder hinten hineingeschoben. Das heißt, jeder, der ins Haus kommt, sieht, okay, das ist mein Licht, das ich einschalten muss. Man kennt das ja oft, Häuser mit 5 Schaltern untereinander, alle für verschiedene Jalousien gedacht, kein Mensch weiß mehr, was die eigentlich schalten. In dem Fall ist diese Beschriftung eigentlich fast schon gegeben bei den Schaltern. In der Schritt 6 komme ich dann langsam in die Richtung, okay, jetzt habe ich ein Haus, ich habe Lichtschalter, kann mein Licht ein- und ausschalten, bin glücklich, jetzt möchte ich aber nicht nur mit Lichtschalter schalten können, sondern auch mit Handy, mit Computer oder auch von der Ferne. Seit hier sollte ich mir jetzt überlegen, wie kann ich jetzt auf mein Haus zugreifen mit einer Software, mit einem Server und damit sozusagen mein Haus fernsteuern.
weil ich vorhin schon gehört habe, die Frage wegen der Sicherheit. Ja, wenn ich jetzt darauf zugreifen kann, auf mein Haus, kann es nicht jeder andere auch zugreifen von der Ferne, mein Haus praktisch dann fremdsteuern oder übernehmen? Normalerweise ist es so, das Haus an sich ist eine geschlossene Lösung. Es kommt von außen keiner drauf. Erst wenn ich dann wirklich einen Server habe, der halt über Netzwerkschnittstellen auf das Haus zugreifen kann, habe ich einen Zugriffspunkt auf meine Installation geschaffen. Es ist nämlich meine Aufgabe, diesen Server abzusichern. Wenn ich einen Server habe, der jetzt alle möglichen Zugriffe erlaubt von außen, ist mein Problem. Und normalerweise ist es so, wenn ich ein Haus habe, was vor dem Kabel gebunden ist, gibt es von außen keine Möglichkeit, das Kabel jetzt fremd zu benutzen. Deswegen einfach der Hinweis, man sollte auch bei Buskabel möglichst nicht nach außen führen vom Haus. Sprich, wenn man ein Kabel hat, sollte es halt wirklich nur in geschlossenen Räumen sein, dass kein Einbrecher das Kabel hernimmt und da irgendwelche Daten herumschickt. Aber wenn das Haus, wenn ein, also von außen sollte es zumindest nicht modifizierbar sein, sagen wir so. Bei der Wahl des Servers gibt es wieder sehr viele Möglichkeiten. Und da ist auch die Möglichkeit gegeben, jetzt habe ich ein Haus von mir aus mit KNX gebaut. Jetzt kann ich aber diese Welt von KNX wieder relativ leicht verlassen. Ich habe Möglichkeiten, in dem Fall kann man über TCP/IP auf diesen KNX-Bus zugreifen. Aber wie ich darauf zugreife, ist dann relativ frei. Ich kann jetzt einfach Open-Source-Lösungen verwenden, die laufen sehr oft auf Raspberry Pi-Basis, kann dort jetzt über C-Schnittstellen oder über Python oder ähnliche Methoden auf mein Haus zugreifen und damit Automatisierungslösungen bauen. Es gibt natürlich auch kommerzielle Server, die meistens vom Mittelpreis bis eigentlich Ende nie Preissegment nach oben gehen. Sind natürlich für kommerzielle Anbieter sehr interessant, weil leicht zu konfigurieren. Aber gerade im Hausbereich, wenn man ein Smart Home baut, hat man Interesse, die Sachen ja auch selbst irgendwie sich zusammenzustricken, sage ich mal. Und dieser Punkt wäre eigentlich da hier ganz gut. Man nimmt sich eine Open-Source-Plattform und baut sich sozusagen ein eigenes System. Ich glaube, die folgenden Talks in diesem Raum werden genau das Thema auch behandeln. Ein weiterer Vorteil ist, wenn man Open-Source-Software benutzt, man kann mit diesen offenen Systemen sehr leicht einfach auch andere Systeme mit einbeziehen. Man kann damit jetzt einen Fernseher steuern, man kann damit jetzt ein Radio verknüpfen in das System und dieses Bild vom, es gibt ein System, was alles im Haus steuern kann, sehr leicht lösen damit. Vielleicht ganz kurz nochmal das Beispiel, wie man auf einen KNX-Bus zugreifen kann von einem Linux-Gerät. Gibt es schon seit vielen Jahren dieses KNXD-Projekt oder früher hieß EIBD. Ein Linux-Server oder Dämon, der läuft auf einem Gerät, kann auch ein Raspberry Pi sein zum Beispiel. Und der bietet mir einfach eine standardisierte Schnittstelle, dass ich sagen kann, über diese Schnittstelle kann ich jetzt auf meinen Bus zugreifen, kann auf andere Geräte zugreifen und somit einen zentralen Punkt schaffen, wo ich mein Haus später steuern kann. Kann dann zum Beispiel so ausschauen, ich habe von der Kommandozeile die Möglichkeit zu sagen, mit einem KNX-Tool, das ist ein kleines Beispielprogramm, was dabei ist, schalte mir bitte on auf meinem lokalen Server diese Adresse. Sprich, ich kann mit diesem Befehl auf der Kommandozeile dann sagen, Licht in der Küche einschalten. Kann auch es komplexer machen, mit wirklich Daten verschicken. Ich kann ja im Bus nicht nur sagen ein aus, sondern auch sagen, gib mir die Temperatur von einem Sensor oder fahr meine Jalousie auf 20%. Das heißt eben nicht nur ein aus Möglichkeit, sondern alle möglichen Datenformate. Mit diesem Tool kann ich später auch jetzt über ein C-API beliebige Programme schreiben, die mein Haus steuern können. Es gibt auch viele Projekte, die über Python und ähnlichen Skriptsprachen dann auch einen bequemeren Zugriff auf das Haus erlauben. Ganz kurz zur siebten Ebene. Jetzt habe ich ein Haus, es ist funktionsfähig, ich kann es über Handy und Co. steuern. Jetzt kommt der Punkt und der kommt meist erst dann, wenn man Zeit hat, wenn man wirklich darin gelebt hat im Haus. Jetzt habe ich Ideen, was kann ich automatisieren? Und in der Phase kann man dann wirklich mit diesen Methoden aus dem letzten Schritt, ich habe einen Server, der kann einfach Befehle ausführen, der kann auf Wetter, auf Co. reagieren. Und dort kann ich wirklich dahergehen und programmiere mir Automatismen herunter, dass er einfach Tätigkeiten, die ich jetzt nicht jeden Tag selber machen möchte, von einem Server gestaltet werden. Und kann damit eben jetzt so Sachen machen wie Kosten optimieren, ich habe Solarstrom, schalte ich die Waschmaschine ein oder ich lade halt mein Auto auf, wenn ich billigen Strom habe zum Beispiel. Lass mich mit dem Server sehr leicht lösen. Ganz kurz noch so ein paar Erfahrungsberichte von unserem eigenen Hausbau. Was waren so die eigentlich unerwarteten Punkte, die wir hatten? Erstmal, wir haben die ganzen Komponenten, die wir hatten, selbst bestellt online.
Man denkt sich, ja gut, gibt es einen Shop, man kauft alles ein. Diesen One-Stop-Shop habe ich dort leider nicht gefunden. Das heißt, es war doch durchaus aufwendig zu wissen, weil okay, ich bekomme vom einen Hersteller die Kabel, vom nächsten die Aktoren, aber eben nicht diesen, sondern den muss ich dort kaufen. Das heißt, auch das Beschaffen ist dann als also eigenständig gar nicht so einfach, wie man glauben möchte. Wie man gesehen hat, es kommen im Smart Home sehr viele Kabel zusammen. Das ist nicht nur jetzt die Menge an Kabeln, die ich verlegen muss, sondern auch die Länge von Kabeln. Das heißt, Kabelkosten sind nicht ganz zu unterschätzen. Kabel ist nicht teuer, aber die Menge ist auch nicht ganz ohne. Wie gesagt, am Anfang hatten wir das Problem, wir hatten tolle Lichtschalter, noch unbeschriftet am Anfang. Es kommen die ersten Gäste ins Haus, dann kommt man drauf, naja, die meisten sind es nicht gewohnt, drücken an Stellen vom Taster, wo sich nichts passieren kann. Das heißt, man sollte wirklich auch vielleicht Leute kurz erklären, mal drückt da drauf. Es ist, man denkt sich doch eindeutig, drückt auf den Taster, das funktioniert für manche Leute nicht ganz so einfach. Was auch unsere erste Erfahrung war, erste Nacht im neuen Haus, wir hatten einen Lichtschalter verbaut, die hatten ein tolles Statuslicht, das hat gebrannt, da weiß man, Licht ist ausgeschalten. Leider auch im Schlafzimmer und wenn es dunkel ist, kann auch so ein kleines LED-Lampchen sehr hell sein. Das heißt, für die erste Nacht haben wir da einfach Papier draufbicken müssen auf den Schalter, weil es zu hell war. Vorteil im Smart Home, man kann jederzeit alles umprogrammieren und gerade am Anfang wird halt sehr viel einfach Zeit reinfließen in, okay, ich habe den Schalter, nein, lieber doch nicht, brauche einen anderen Schalter dorthin oder programmiere die Tasten um. Also die ersten paar Wochen, Monate im Haus werden einfach sehr viele kleine Änderungen passieren. Ja. Und gerade am Anfang hat man meistens wenig Zeit dafür, also es kann durchaus mehrere Monate, Jahre brauchen, bis ein Haus wirklich komplett fertig ist, gerade von der Programmierung her. Ganz kurz mal so die Schritte selber mal, was kann ich selbst im Haus machen? Ich habe es mal ganz kurz mit Hard, Medium, Easy eingeteilt. Also die Planung kann man selber machen, natürlich. Würde ich vielleicht trotzdem empfehlen, mit Leuten, die sowas gemacht haben, zusammensetzen, weil man vergisst so viele Sachen bei der Planung. Da hilft es oft zu sagen, okay, ich habe Leute, die kennen sich aus, die haben andere Ideen, die haben einfach Sachen, die man gerne vergisst und sagen einem dazu. Installation von irgendwelchen Lichtauslässen und Co. im Haus, wenn man das richtige Werkzeug hat, wenn man das Geschick hat dafür, kann man es selber machen. Muss jeder selber wissen. Kabel verlegen schafft das nicht jeder, braucht halt sehr viel Zeit, aber ist machbar. Hauptverteilerbau ist wieder ein eigener Punkt. Wenn man sich auskennt, kann man es machen, sonst lieber Finger davon lassen. Allerdings, wenn mal das Haus grundsätzlich steht, Lichtschalter einbauen, die programmieren, gerade Leute in dem Raum, sage ich mal, sollte es kein Problem sein, jetzt eine funktionsfähige Hardware sozusagen zu programmieren, die zu maintainen und zu erweitern. Das sollte mal gerade Leute, die da hier anwesend sein sollten, das relativ leicht selbst schaffen. Und gerade bei diesen Arbeit, die ich selber machen kann, kann man doch echt hohen Kosten von einem Smart Home auf ein erträgliches Niveau herunterbrechen. Ja, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Also ganz kurz einmal, Smart Home Bau ist nicht schwer, wenn man es sich einfach herunterbricht auf mehrere Schritte, die man der Reihe nach ausführen kann. Man braucht sich bei einem Schritt keine Gedanken über andere Schritte machen, einfach der Reihe nach alles fertig machen, nächster Schritt und geht so Stück für Stück zum Ziel. Was uns sehr zugute kommt heutzutage, es gibt Online-Foren, es gibt Newsgroups, es gibt viele Communities, teils auch Stammtische und Co. von Leuten, die einfach Smart Homes bauen, die betreiben. Man kann jeden fragen, jeder erzählt einem gerne, was er gemacht hat, welche Sachen herausgefunden hat oder gibt einem Tipps. Das heißt, heutzutage ist es sehr, sehr einfach. Unser Ansatz war, bild ein Haus mit Standard-Hardware, sprich wir nehmen einfach Standard-Hardware, machen keine Eigenlösung. Bei Standard-Hardware kann man kaufen, kann man nachkaufen, sie läuft stabil und auf einem stabilen System baue ich halt später dann meine eigenen Erweiterungen dazu mit Open-Source-Hardware, Open-Source-Software. Man kann das Haus so erweitern, bin aber immer doch, die Grundfunktion ist trotzdem erhalten. Wie gesagt, vorhin, Smart Home kann sehr teuer werden, man kann auch sehr viel Geld sparen durch Eigenbau. Und gerade ein Bussystem ist, wie gesagt, sehr einfach zum Verkabeln. Da brauche ich jetzt keinen Elektriker zahlen, der meine Kabel verlegt, das alles anschließt. Das sollte mit kurzer Einarbeitung für jeden schaffbar sein. Und ich glaube, es kommen noch zwei oder mehrere Talks jetzt im Anschluss, die auch das Thema jetzt Hausprogrammierung oder Scripting im Haus aufarbeiten werden. Da werde ich gar nicht viel dazu sagen jetzt. Ich sage generell mal danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch einige Fragen beantworten können. Und ansonsten noch, wenn Fragen sind, haben wir noch ganz kurz Zeit. Welche Autos
Zurzeit jetzt noch nicht so viel. Sag, wir haben jetzt den. Achso, die Frage. Welche Automatismen wir verbaut haben bis jetzt, sagt, da wir jetzt im letzten Jahr gebaut haben, im Hausbau gesagt, man hat nicht so viel Zeit, wie man gerne hätte. Das heißt, weil Automatismen sind drinnen, vor allem jetzt in so ein Lüftungssystem, was wir relativ gut steuern können. Das heißt, dort sind so Automatismen drin, wie eben, dass die Temperatur praktisch geregelt wird automatisch mit der Lüftung, sprich im Sommer, es ist draußen heiß, dann mache ich eher auf so einen Pendelbetrieb, okay, es wird Luft praktisch kühl gehalten, es kommt die Nacht, es wird kühl, ich möchte das Haus runterkühlen, schalte ich um auf Kühlmodus, sprich ich hole mir die Kühlluft ins Haus hinein, kühle das Haus herunter. Geplant haben wir jetzt Sachen so wie Jalousien, die eben bei Sonneneinstrahlung herunterfahren im Sommer. Zurzeit noch nicht implementiert, aber durchaus machbar bei uns. Was haben wir sonst noch drinnen? Ja, ich sage, Administrieren noch nicht so viel eben, aber ich sage, Pläne gibt es wirklich viele. Müssen wir aber Zeit haben, die zu machen auch. Ja? Ja? Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Mich hat es ja gefreut, dass der Punkt auch kam mit, wenn die Eltern oder Schwiegereltern mal da sind, die scheitern ja alleine schon, das Licht anzumachen oder die Säulisierung auch runterzufahren. Ja. Das sehe ich als eigentlich das größte Problem bei dem Ganzen, dass man im Prinzip eine Einweisung braucht, um ein Haus bedienen zu können, was einerseits ja ganz nett ist, andererseits ja nicht so gewollt. Genau. Was mich aber noch mehr interessiert, ist ein Blitzschutzkonzept. Man hat jetzt irgendwie, ich sag mal, Geräte für, was weiß ich, ich sag mal jetzt einfach eine Zahl 10.000 Euro da drin und eine Überspannung, ja, herzlichen Glückwunsch. Genau. Was macht man da? Muss man da ein Blitzschutzkonzept wie ein Gewerbegebäude haben? Weil die meisten Home Automation, nenne ich das mal, kenne ich eigentlich aus Industriegebäuden und die haben immer ein Blitzschutzkonzept. Genau. Also die Frage, wie Sie es nicht gehört haben, war jetzt Frage Blitzschutz, was mit Überspannungen im Netz. Also bei unserem Haus, wir haben jetzt, also Blitzschutz ist an sich nicht vorgeschrieben, kann jeder machen, wie er möchte. Bei unserem Haus, wir haben jetzt keine Blitzschutzanlage im Haus verbaut, es gibt jetzt keinen Blitzableiter. Was wir sehr wohl haben, ist ein Überspannungsableiter für das Stromnetz. Gibt auch für ein Bussystem gibt es eigene Überspannungsableiter. Ich muss sagen, okay, wenn jetzt, also normalerweise sind 30 Volt am Bus, wenn jetzt mehr als, ich kenne jetzt die Grenzen nicht, aber zumindest wenn eine Spannung kommt, die gefährlich wäre, gibt es eigene Komponenten, die dann vom Bus die Spannung ableiten können, sicher, um halt zu hoffen, dass halt dann bei einem, sagen wir, meistens indirekten Blitzschlag keine Schäden entstehen. Also idealerweise, ich habe ein Blitzschutzkonzept, ein komplettes, kostet euch auch ein paar tausend Euro, sagt, das muss jeder selber wissen, wie gefährlich der ist. Machbar ist alles, ob es Sinn macht, muss jeder selber wissen, sage ich mal. Freue ich mich auf nächstes Jahr, weil dann war ja der Sommer durch. Genau, ja. Das eine Sommer hat schon überlebt. Ja. Hast du Alarmanlagensystem eingebaut? Wir haben jetzt kein eigenes Alarmanlagensystem verbaut. Bitte? Achso, die Frage. Die Frage war wegen Alarmanlagensystem. Also, wir haben uns am Anfang auch beraten lassen von einer Firma, die bei der Planung geholfen hat. Die wollten unbedingt eine Alarmanlage verkaufen, ein eigenes System. Macht durchaus Sinn. Wir haben zurzeit keine Alarmanlage verbaut, aber sehr wohl die Idee zu sagen, ich habe jetzt im Stiegenhausbereich Bewegungsmelder verbaut, die mit dem Bus kommunizieren und kann damit jetzt natürlich auch hergehen und sagen, okay, wenn das Haus im Alarmmodus ist und es bewegt sich etwas, dann weiß ich, okay, das darf nicht sein, wäre ein Alarm. Also ich kann auch mit einem Smart Home sozusagen und hat Eigenlösung bauen für Alarmanlagen. Haben wir noch nicht gemacht, wäre aber in Zukunft relevant bei uns vielleicht. Ja. Danke für den Vortrag. Eine Frage, ich schließe mich ein mit der Kollegin, der nichts gesagt hat. Ja. Die Frage ist eine Art Überwachung vor dem Crash von einem System. Das kann immer passieren, wenn der Microprozess und der ganze Steuerungssystem irgendwie auffängt. Ja. Gibt es irgendwie eine Art Watchdog oder irgendwas, das dieser Problem löst? Die Frage war jetzt, was passiert, wenn jetzt das System abstürzt und hängen bleibt oder wie auch immer. Ganz kurze Frage, wenn der Zeit ist, drei Viertel Wechsel oder? Eine Minute noch, machen wir die Frage noch. Ja. Also was passiert, wenn das System sich aufhängt? Also ein KNX-System hat den Vorteil, jedes Gerät an sich ist eigenständig, sprich wenn ein Gerät hängen bleibt, die anderen gehen trotzdem noch. Das Hauptproblem ist, wenn die Spannungsversorgung wegbricht, dann ist einfach kein Strom mehr da. Es gibt auch Systeme, die das überwachen könnten. Ich kann aber sehr wohl sagen, wenn ich erkennen kann, jetzt wie auch immer das System jetzt hängt, kann ich es von der Ferne jetzt neu starten.
Es gibt Komponenten, die können das machen. Es gibt Systeme, die einfach fail-safe sind, sprich ich dupliziere wichtige Systeme. Es gibt Möglichkeiten, gibt es. Ob es im Einfamilienhaus Sinn machen, weiß ich auch nicht jetzt. Ich habe es darauf nicht so geachtet, weil eben das Boot-System an sich Grundfunktion ist einmal gegeben. Wenn ein Server hängen bleibt, ich merke es, müsste ich neu starten oder ich erkenne, er hängt und mache einen Fernneustart, kann ich ja erkennen, muss jede Sekunde mal oder jede Minute mal ein Signal senden, wenn er es nicht tut, starte ich neu. Wäre denkbar. Ja. Ja, also man kann durchaus Geräte einbauen, die erkennen, ist Strom da, ist Sicherung gefallen, kann ich alles einbauen. Wir haben es nicht verbaut in dem Stil, kann ich nicht so viel sagen dazu leider.